Hi zusammen, ja, es gibt Neuigkeiten von Odenwolf. Und zwar habe ich euch vor kurzem ja einmal das Nigrum und einmal das Tellum vorgestellt. Und beide Messer gibt's jetzt im Odenwolf Baukasten. Da ich euch beide Messermodelle in separaten Videos vor kurzem vorgestellt habe, wo ich ja auch auf Details wie Stahl, Länge und all sowas eingegangen bin, werde ich das in diesem Video hier jetzt nicht machen. Wen das Messer genauer interessiert, kann sich gerne die Videos dazu anschauen. Ich werde euch beide Videos mal in die Videobeschreibung mit reinpacken. In diesem Video soll es einzig und allein um das Baukastensystem gehen. Ja? Ich zeige euch jetzt mal hier so ein klein wenig, wie ihr euch das Ganze zusammenstellen könnt, wie ihr das möchtet. Fange ich einfach mal hier mit dem Nigrum an. Ja? Bei dem Nigrum habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit mit Olivengriffschalen, wie ihr es hier seht. Ihr könnt aber auch schwarze Griffschalen machen, Holzgriffschalen, ja, wie es euch beliebt. Und dann könnt ihr noch aussuchen, ob ihr lieber eine Satinklinge haben möchtet, eine mit schwarzem Coating oder eine Stonewash-Klinge, wie hier zum Beispiel haben wir jetzt mal mit Stonewash-Klinge und langem Nagelhau, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ihr könnt aber auch, wie ich euch das ja im separaten Video vorgestellt habe, das war ja dieses hier, ja, mit kurzem Nagelhau und Satinklinge. Ihr könnt aber auch jetzt das mit Satinklinge, mit langem Nagelhau oder umgekehrt, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte gerne die Stonewash-Variante, aber dann mit dem kurzen Nagelhau ist auch kein Problem. Ihr wisst ja, worauf ich hinaus möchte. Zudem könnt ihr euch bei den Modellen, wenn ihr das möchtet, zum Beispiel dann noch eine Kydex mit dazu bestellen, wie hier in Oliv oder auch in Schwarz. Und natürlich könnt ihr auch, wenn ihr nicht so auf Kydex steht, ansonsten auch noch eine Lederhülle dazu bestellen. Die sieht dann so aus, ja, das ist ja die allgemeine Standard-Lederhülle von Odenwolf. Ich glaube, da passen alle Klappmesser von Odenwolf rein, egal welches Modell. Bei dem hier bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil das ziemlich groß ist. Ja, okay, bei dem ist es jetzt nicht der Fall, aber zum Beispiel hier das Nigrum sollte kein Problem sein. Ja, genau, die anderen Modelle, ja, die passen dann hier rein und andersrum. So, ja, das ist noch neu in Lederhülle. Ja, ihr seht's, ja, das ist kein Problem. Das passt zum Beispiel. Ja. Bei jedem Messer, was ihr bestellt, bekommt ihr dann noch hier ein bisschen Schnur mit dazu, was ihr euch hinten als Lanyard dran machen könnt. Ja, natürlich, wenn ihr jetzt ein schwarzes Messer bestellt mit schwarzer Schnur, wenn ihr ein grünes Messer bestellt, dann mit grüner Schnur. Ja. So, hier beim Tellum ist es dann natürlich dasselbe. Ja. Da habt ihr auch die Option und die Auswahl, ob ihr jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel wie das hier mit Satinklinge und langem Nagelhau oder ob ihr eher sagt, nö, ich möchte eine Stonewash-Klinge mit dem kurzen Nagelhau oder eine Satinklinge mit kurzem Nagelhau oder eine Stonewash-Klinge mit langem Nagelhau. Ja, auch hier Griffschalen könnt ihr euch aussuchen, schwarz, grün und. Ne? Schaut gerne einfach mal bei Odenwolf im Shop vorbei, schaut euch den Baukasten an. Vielleicht findet ihr ja eine Zusammenstellung, die euch gefällt und dass ihr sagt, jupp, so gefällt mir das Messer, das bestelle ich mir. Ich kann nur sagen, beide Messer sind ziemlich cool. Ja, das Nigrum gefällt mir, weil es so eine schlanke Linie hat, habe ich ja in dem Video, was ich zum Nigrum gemacht habe, auch gesagt. Ne? Und hier das Tellum dagegen ist ein richtiger Klopper. Ihr seht es ja hier im Direktvergleich. Ne? Aber hat natürlich auch so seine Vorteile. Das ist dann eher für mich persönlich zum Beispiel was für in den Wald als Backup-Messer mitzunehmen aufgrund der großen Klinge. Und obwohl das Messer so groß ist, ist es gar nicht so schwer. Aber wie gesagt, in diesem Video gehe ich jetzt hier nicht auf die einzelnen Details der beiden Messer ein. Da könnt ihr euch gerne die Videos dazu anschauen, die ich gemacht habe. So, aber zum Schluss habe ich noch was für euch. Und zwar werde ich eins der Nigrum-Messer, zwar das hier, verlosen. Ja. Wieso nicht auch ein Tellum? Ganz einfach, das behalte ich für mich. Das andere wollte meine Freundin haben. Und das andere Nigrum, das hier, behalte ich auch für mich. Ja, somit bleibt das hier übrig.
Und das habe ich mir gedacht, werde ich dann verlosen. Kann einer von euch gewinnen? Was müsst ihr tun, um im Lostopf zu sein? Natürlich das Ganze mit einer Kydex, ne? Farblich passende Kydex dazu. Hier die grüne kommt auch noch mit dazu, ne? Ganz einfach, dem Video hier ein Like dalassen und einen Kommentar mit dem Hashtag Nigrum. Ja? Daran erkenne ich dann, dass ihr am Giveaway teilnehmen möchtet. Und natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das war's schon. Ich lasse das Giveaway eine Woche lang laufen. Start ist Veröffentlichung dieses Videos. Ich weiß leider nicht, wann genau das Video hier erscheinen wird. Da muss ich auf ein Go warten von Odenwolf. Ja. Das heißt, ich werde dann in der Videobeschreibung Ende des Giveaways Tag und Uhrzeit noch einfügen. Also schaut mal in die Videobeschreibung mit rein. Ja. Gut, das soll es auch mal wieder gewesen sein. Macht beim Giveaway mit, lohnt sich. Ist ein richtig cooles Messer. Ja, kann was, hat was. Lohnt sich definitiv hier. Passend noch eine Kydex mit dazu. Ne? Ich würde sagen, das war's dann auch an dieser Stelle. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.